Herzlich willkommen zurück bei The Forest. Der Forest. Hi. Oh, so. Ist die zweite Folge. Wir haben Ja. schon mal das Fundament hier gesetzt, dass wir halt, also besser gesagt, wir wurden angegriffen. Haben wir gesagt, gut, dann setzen wir das Fundament auch nochmal schnell, dann können wir die Folge anfangen. Ja, Mit den wir wurden zwei nicht freundlichen überrascht. Kannibalen. Wir haben die Bugs überrascht, während sie gerade hier im Wald, ja, sexuelle, religiöse Dinge taten. Und wir haben Wollen sie wir dabei die gestoppt. steinigen? Das ist jetzt, glaube ich, vorbei mit Steinigen. Das nächste Mal. Ja, in der nächsten Folge. Steinigung. Hey, cool, guck mal. Auf dieser Seite ist es noch auf hier. Können wir also drunter. Wir könnten Ja, hier cool. theoretisch einfach so einen Boden einbauen und hier unten ein Lager reinmachen. Ich Ich meine, dachte hier, glaube ich, hier könnt ihr, glaube ich, dasselbe. nicht rein. Ich dachte dasselbe. Ein Lager. Wir können ja hier vorne so eine Tür oder so reinbauen. Genau, und hier, ich glaube, durch diese Wände hier kommen die nicht raus. Also Wände sage ich schon. Durch diese. Was ist denn das? Durch den Boden? Balken. Balken. Aber wir müssen aber die Axt besorgen, ey. Du meinst die Kettensäge? Eine bessere Axt oder eine Kettensäge? Eins von beiden. Oder beides. Oder beides. Wenn Zack. ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, wo die Axt war. Wo die Kettensäge war. Weiß es auch nicht. Wir warten einfach, bis einer der ersten Zuschauer es in die Kommentare schreibt. Ja, das können wir machen. Das hört sich gut an. Und dann holen wir die Axt. Und ich habe gerade Das gehört. hört sich gut an. Was hast du gehört? Habe gehört. Geräusch. Ach da, hinter dir, ja. Wieder einer unserer freundlichen Nachbarn. Ah, Ich glaube, schon er wieder will so uns ein anpacken. Pärchen. Schon wieder ein Pärchen. Neues Tier entdeckt. Ich glaube, ich habe die Nachbarn entdeckt. Also, mit unseren Nachbarn bin ich noch nicht so zufrieden. Die bringen uns keine Auch nicht. Torte mit zum Einzug. Ja. Ich glaube, die würden uns sogar mitnehmen zum Fressen. Meinst du, die wollen uns einladen zu sich zum Essen? Meinst du? Mir da ziemlich sicher. Soll ich da mal mitgehen und schauen, was sie so haben? Was sie so anbieten? Was wird es bei Kannibalen zu essen geben? Alter. Kannibalensalat? Schreck mich nicht so. Ja. Nein! Wollen wir Feuer machen und die Alte anzünden? Ja, was ist eigentlich mit unseren alten? Ja, Keine Ahnung. die sind noch nicht debuggt. Dann können wir wenigstens eine kleine Warte, ich Rüstung mach schon mal schnell machen. das Feuer hier hin. Wo war das Feuer da? Baust du schon ein? Ich baue hier eins. Okay. So. Das ist so ein Holzfäller-Extremsimulator. Kennst du das? Läuft bei Ja, dem was? ich hab schon öfters von Holzfällern und Sägenwerken gehört, dass die hier mit Kannibalen sich rumplagen müssen. Ja, genau. Dass die hier ganze Stämme auf dem Feuer verbrennen. 65 Baumstämme geht eigentlich. Ja, ist übersichtlich. Hast du Gebäudeschaden aus? Ja. Nicht wie das letzte Mal. Weil das wäre ja sehr frustrierend. Oh ja. Oh, es regnet, wir haben kein Dach über dem Kopf. Ich hätte noch drei Fische und noch Fleisch, wenn du was brauchst. Ich habe noch zwei Fleisch und ganz viele Knochen jetzt. Komm her. Vielleicht können wir gleich so einen Trockenstand aufbauen, dann können wir das gleich zum Trocken aufhängen. Hast du vielleicht noch einen Knochen? Dann könnte ich mir auch eine Rüstung machen. Warte, ich leg gleich gerade mal drauf. Ja, Ich brauche nichts.
Ich habe einen Knochen für dich. Hier. Knochen für den Hund. Brauchst du noch einen? Ne, das reicht mir erstmal für eine Rüstung. Okay. Hey, warte mal. Brauchen wir nicht 5? 6 brauchen wir, ne? Mist, ja. Ich brauche noch eine. Hier. Danke. Kommt von Herzen. Ein Knochen vom Herzen. Mhm. So. Ist aber freundlich. Okay, dann esse ich das selber. Ja, ich brauch's nicht, mach ruhig. Aber ich weiß, was ich jetzt noch baue. Ich baue hier mal eine von diesen Trockenständen hier drunter. Dann können wir das vielleicht aufhängen, weil ich glaube, wenn ich es noch länger bei mir rumtrage, dann ist es verdorben. Ich lasse es hier trocknen in der, im Regen. Ach nö. Apropos Regen. Mhm. Soll ich einfach ein paar hinbauen? Stimmt. Mhm. Hast du noch einen Sticky? Hol dir doch einen, wir sind doch hier im Wald. Oh, ist okay. Ich habe aber keinen, glaube ich. Doch, ich habe noch 2. Jetzt habe ich euch. So. Vogel ist durch mich durchgeflogen. Das siehst du mal. Ich habe abgenommen. Hm. Oder du bist ein ziemlich hohler Charakter. Ich hoffe nur mein Charakter. Obwohl, nein, das bist du auch nicht. Siehst du überhaupt noch was? Irgendwo schreit wieder jemand hinter mir. Mhm. Ist das eine Hütte von Kannibalen? Schade, dass man die nicht zerstören kann. Die Kannibalenhäuser. Ja. Meinst du, wir können die ausrauben? Hier ist doch einer. Und einer da oben bei dir. Hm, ich weiß. Zwei habe ich. Wir sind hier, glaube ich, mitten in eine Route gekommen. Kann das sein? Ich glaube auch, die laufen als hier durch. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich habe hier nochmal 2. Das wird ganz köstlich, Chatroulin. Ganz köstlich. Ein bisschen Fleisch. Oh, mir ist kalt. Und wir haben keinen Ort zum Schlafen. Stimmt. Das ist nicht so schön. Mhm. So. 3, 4, 5, 6. Oh, war nur 5. Leg den Bursen doch mal hier drauf, Kerl. Er liegt doch drauf. Oder ich mein so. Ja, ich hab ihn jetzt draufgelegt. Also, brauchst du Knochen? Nein. Aber danke. Bitte. Irgendwie fühle ich mich hier unten drunter sicherer, obwohl es hier gar nicht fertig ist. Alles Täuschung. Hm. Oh, warte. Wir können mit Knochen unser Speer verstärken. Du hast einen Speer? Ja, ich habe sogar Pfeil und Bogen. So.
Hast du noch Knochen? Ich habe noch zwei, oder? Wie viel brauchen wir denn dafür? Ich habe genug jetzt. Ah, man braucht drei Knochen. Wir könnten uns ja so eine kleine Hütte mal bauen zum Speichern und. Ja, habe ich gemacht hier. Wie fehlen nur noch 6 Stöcke hier. 6 Gs. Fertig? Ja. Dann speichern. Obwohl, dann zerfällt die, oder? Ja. Wenn wir laden, zerfällt die. Aber nicht, wenn wir speichern, oder? Nein. Ja gut, dann speichere ich. Mhm. Aber jetzt können wir schlafen. Schlafen? Schlafen. Ach, wie schön, dass es mal nicht mehr friert, wenn man lebt. Stimmt. Oh, jetzt kann man in Ruhe weiterbauen. Ich würde erstmal was essen. Yep. Ich hab hier was, kannst du ruhig. Oh, ist noch gar nicht trocken, oder? Ist noch gar nicht trocken. Ich hab. Für beide? Nein, ich hab leider nur eins gehabt. Okay. Ich kann dir aber Snacks geben, wenn du brauchst. Nee, ich hab was drauf gemacht. Ich habe hier da hinten auf der diesem Trockenstand hier noch drei. Ja. Zwei Fische und ein Stückchen Fleisch. Da hinten ist ein Eichhörnchen. Ah, ich habe auch noch kleines Fleisch. Trink mal einen Schluck. Hast du deine deinen Panzer auch dann aufgebaut? Nee, ich habe meinen noch. Ich kam noch nicht dazu. Warum? Was hält dich ab? Essen. Aber der eine reicht uns erstmal, den anderen bauen wir dann oben auf der Base irgendwo, oder? Ja, ich würde sagen, so einen Balkon machen wir da hinten irgendwie. Ja. Wo es so erhaben ist. Ja. Wäre ja blöd. Aber den unten können wir auch lassen. Ja. Da können wir unsere Flaschen mal auffüllen. Unsere Fläschchen. Mhm. Oh, nächster Baum. Alter. Was ist denn? Ich stehe hier. Habe ich sie getroffen? Nein, aber fast. Ach, schade. Ich habe dich auch lieb. Gefällt mir jetzt schon, was wir hier bauen. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde nur sagen, wir bauen es extrem hoch, dann können wir halt zum Strand runter gucken, oder? Was wollen wir zum Strand gucken? Wir bauen es hoch und können zum Strand springen. Machen wir so ein. Na? Ein Gleiter? Nein, ja, können wir auch machen. Ich meine jetzt so eine Art. Ich weiß nicht, hattest du schon mal einen Gleiter gebaut? Brücke zum Strand? Nein. Das können wir auch machen. Da brauchen wir doch erst den Bauplan. Ja, die Gleiter sind irgendwie. Neu, also ich dachte jetzt vielleicht schon einen. Mm-mm. Ah, nicht dein Ernst, oder? Noch so eine alte. Wo denn? Ach, da! Komm her. Ja, renn dir mal weg. Lass mich in Frieden, dann lass ich dich in Frieden. Huh? Komm her. Komm, zeig dir doch mal ein bisschen Liebe. Darf den Dinger keinen Rücken zu drehen, die schleichen sich an. Und sobald ich auf dich zurenne, rennen sie weg. Mhm. Bei mir hier sind zwei. Ich hab grad eine. Die Frauen sind immer so aggressiv. Ja, sind halt Frauen. Sind launig. Ja, ist sehr realistisch. Alles Zicken. Ich mag Zicken nicht. Ja, okay, die greifen mich nicht an irgendwie, keine Ahnung. Ich lasse erstmal leben. Alter, jetzt reicht's mir aber. Ja, hau ab. Brauchst du Hilfe? Ich grill mir gerade eine.
Kommst du klar? Ja. Hier rennt ein Kaninchen durchs Feuer. Wack halt. Hast du das Lachen gehört gerade? Beim Sterben. Ja. Jetzt haben wir Goofy. Nee, Goofy klingt mir. Goofy verschluckt sich beim Lachen. Ja. Ah, hier gibt's Beeren. Wenn du welche haben willst. Ich glaube, die kann man sich nicht wegsnacken. Kannst du auch welche nehmen. Ja, die wachsen ja immer nah. Hab irgendwas gehört. Ach so, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir die Folgen nicht mehr beenden. Einfach so, sondern wir filmen jetzt einfach am Stück. Ich denke mal, das ist auch für euch angenehmer, dass sich jedes Mal 1-2 Minuten dadurch verloren gehen, wenn wir das alles anmoderieren müssen hier. Genau. Glaube ich, ein bisschen schöner für alle. Ja. Oder? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt oder ob ihr euch doch lieber jedes Mal begrüßen sollen. Genau. Für Wünsche und Anregungen sind wir offen. Wir nehmen sie nur nicht an. Ja, hier hinten ist ein Zelt. Ja, wir lernen ja noch dazu. Ja. Oh, ich habe einen Topf gefunden. Ganze und Leben besteht aus Lernen. Alkohol. Und nicht aus Alkohol. Nein. Liebe Kinder. Oh, hier ist ein Marshmallow. Ich kann die nicht essen. Voll gemein. Sieben Stämme noch. Mhm. Ging aber schnell, obwohl wir diese blöden Äxte hier haben, ne? Ja. Aber die sind zweckdienlich. Ja, das stimmt. Man muss nur ein bisschen wie. Wir können uns eine Steinaxt bauen, die ist zwar langsamer, aber die verursacht mehr Schaden bei den... Bei den... Bei den Bots, ja. Ich nenne sie jetzt nur noch Bots. Das sind ja alles nur Fakes. Einen noch? Ja. Wo soll die? Soll hier überhaupt eine Treppe hin? Ja. Also ich glaube auf die Seite nicht. Wenn dann hier auf die Seite, oder? Warum eine Treppe soll alles hin, ja. Ich glaube nur hier auf die Seite, oder? Hey, warte mal, was ist das? Achso, war nur Matsch. Okay. Ja, das denke ich auch immer. Dreck, ich dachte, da ist irgendwas auf dem Boden. Ich würde sagen, wir bauen einfach hier irgendwo eine Treppe hin. Dann müssen wir halt, wie gesagt, nicht ganz so hohe Treppe bauen, dann haben wir Holz gespart. Hier würde ich auf keinen Fall eine Treppe machen. Nee, die Seite mache ich nicht zu. Vielleicht können wir auch hier eine Treppe machen, dann wäre die schön lang. Meinst du, macht das Sinn? Was macht überhaupt Sinn? Zur Holzverschwendung. Kiwi. Schau mal dahin, wie viel willst wir haben. Willst du den ganzen Baum hier, ganzen Wald hier fällen? Ich habe gerade ein Eichhörnchen gefällt. Ich habe gerade ein Kuckloch gefunden. Boah, weißt du, was auch cool wäre? Ich habe Hansi gefunden. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten du hier... Du interessierst dich nicht für Hansi. Sag Hallo zu Hansi. Oh, wie süß. Hansi, der ist ziemlich eckig. Er ist Hallo, ziemlich Hansi. Tot. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten hier eine Wand lang ziehen und könnten hier eine Tür hinbauen und könnten dann hier im Boden auch noch ein Loch reinsprengen, dass wir quasi von oben auch nochmal rein können. Ich verneige mich vor deinen Baukünsten. Ja, ich bin ein Genie. Hm. Ja, aber was hältst du davon?
dann, wenn sie hier unten drumherum spazieren, dann könnten wir einfach hier runter, weil ich glaube, die kommen hier wirklich nicht rein. Ja, die ist ganz gut. Ich würde aber erstmal hier oben ausbauen. Na ja, klar. Erstmal alles drumherum. Hier oben fertig machen. Ich setz mal kurz Wände. Dann. Bestimmt geil, wenn man sich hier so aus so einem Stamm ein Surfboard bauen könnte, so ein Surfbrett. Ja, das stimmt. Wo willst du die Tür jetzt haben? Dann bauen wir sie dahin. Ich würde sagen, obwohl Richtung Strand wäre ja eigentlich sinnvoller, ne? Ich finde es eigentlich sinnvoll, weil wir halt nicht so viel Holz brauchen. Na gut. Jetzt. Der ist außen. Jetzt ist er drin. Okay. Es nimmt doch langsam eine Form an. Mhm. Was braucht man nochmal für diese Trinktaschen? Fürs Wasser? Bambi-Fell. 3, glaube ich. Okay. Ich glaube, 1 habe ich. Oh nö, hab ich gar nicht. Ups. Was war das? Achso, Topf und Alkohol. Alter! Ich geh aus dem Menü und lauf in deinen Kopf. Oh mein Gott! Steht hier auf einmal hinter mir. Ja, irgendwann kriegst du dann einen Herzinfarkt deswegen. Und sagt auch nichts. Tja, wie lange steht sie schon da? Was hat sie alles mitgekriegt? Ich hoffe, sie steht noch nicht zu lang. Sie streichelt mich, also. Sie steht noch nicht so lang. Weiß sie noch nichts. Nur so ein bisschen. Nur irgendwas in den Kommentaren gehört. Ich habe eine Miezi gehört. Eine kleine Katze, eine kleine Sunny. Ja. Ach so, ich dachte, was ist denn das? So. Ja. Die Leute, die uns zuschauen, sollen in die Kommentare schreiben, ob sie Tipps und Anregungen für uns haben. Und genau. Ob sie lieber eine Begrüßung am Anfang jeder Folge möchten oder lieber nicht. Baumfell. Na, war noch rechtzeitig. Nach der Treppe. Hallo. Oh Gott, Gero. Ich habe deine Augen von innen gesehen. Tja. Na du. Öffne mal dieses Menü, Baumenü bei B. Alter. Du hast kein Gehirn. Wollte ich dir mal so anmerken. Ich konnte durch deine Schädel durchsehen. Oh. Magst du schlafen gehen, Schatz? Ja. Ja, warte, ich bring dich ins Bettchen, mein Schatzi. Ja. Und das können wir ruhig mit in die Aufnahme nehmen, alles. Können wir machen von mir aus. Ich stehe zu meiner Frau. Muss ich sonst Gericht legen. Oh, das musst du so sagen, willst du gar nicht. Nein. Die Treppe ist blöd.
Tim. Tim? Ja, da bin ich Be wieder. beweg dich nicht, beweg dich nicht. Bleib da stehen und drück einfach nur auf E. Ah, jetzt hast du dich schon bewegt. Geh zurück. Ja. Soll das eine Rache gewesen sein für irgendwas? Nein. Nein. Mal was anderes. Diese Tonspur, die jetzt, die können wir kurz wegschneiden. Wollen wir das davor auch wegschneiden, den Zeitraum, wo du weg warst? Weil ich habe da auch nicht viel geredet, da ist eigentlich auch nichts passiert. Okay, ja, dann schneiden wir das raus. Weil dann, ich weiß nicht, ich wusste halt nicht, was ich erzählen soll. Ich habe aber gesagt, ja, guck mal, die Treppe sieht jetzt schön aus. Ich weiß aber, was soll ich da alles erzählen? Ja. Weißt, alleine ist halt blöd. Aber das mit. Mit dem Feuer, das hier, das können wir. Oder was meinst du? Ja, das lassen wir drin. Ja, das können wir drin lassen. Das mit Jenny und so können wir auch drin lassen. Das ist kein Ja. Ding. Nur da, den Zeitraum, wo du weg warst, die 3 Minuten oder sowas, das waren. Ja. Okay. So, dann geht's weiter. Naja, ich wollte dich eigentlich anzünden, aber hab mir gedacht, okay, bis du zurück bist. Ich weiß nicht, wie lange du weg bist, nicht? Oder bis du dann stirbst. Ja. Warum geht mein Hunger so schnell wieder runter? Ich habe jetzt halbe ungefähr. Keine Ausdauer mehr. Ich habe gehört, wenn man eine Soda trinken soll. Oh ja, dann geht die Ausdauer extrem wieder hoch. Ja. Oder was essen hilft auch. Ja. Ich wollte da drüber springen, aber Bist du doch. ja, Aber du aber kannst so eigentlich durchlaufen. ja, fiel mir dann auch auf, dass das ja noch geht. Aber hier sind schon wieder Eingeborene. Kamen Zwei. welche eben? Ja, da kam einer. Aber der saß auf dem Stein. Ich habe ihm direkt einen Pfeil verpasst und der war tot. Also war auch nicht spektakulär jetzt. Hier sind zwei. Also. Hast du den Pfeil gesehen? Das war dein Pfeil. Ja, ich habe ihn direkt auf dem Dings, auf den Kopf getroffen. Am Kopf. Geil. Geiler Typ. Tja. Man muss sich doch hier den Rücken stärken. Ich würde nie was anderes tun. Ich würde nie irgendwas Hinterhältiges tun, wie du hier getan hast. Mich Komm, selber das war nicht. anzünden. Ich habe dich ja nie angezündet. Hä, stolperst du hier auch so? Ja. Komisch. Hast du Gebäudeschäden an? Nö, warum? Zerstörung von Gebäuden ist an gewesen. Also bei mir im Menü. Zerstörung von Gebäuden ist aus bei mir. Nee, bei mir ist es aus. Oh, das Spiel ist so dunkel. Zwei Stock, ein Stein. Zweimal Tuch. Und zähl mal. Ich brauche Harz. Ich habe 32. Ja. Dann kannst du nämlich so ein Reparaturdingens Lass es nur bauen. ans Feuer, mir ist kalt. Ja, mir auch. Wie viel brauchst du denn? Ein. Warte. Danke. Ach so, in welche Richtung wollen wir denn die Plattform bauen? Ich muss ja eine Tür dann bauen. Ich würde sagen, einmal hier eine Tür. Warte. Und einmal hier eine Tür. Dann könnten wir sie theoretisch einmal von dieser Ecke bis zu dieser Ecke hier hinbauen. Einmal so um die Ecke rum. Ja, das wäre cool.
Finde ich auch. Und war es kaputt? Nö, keine Ahnung, glaube nicht. Nein. Ja, ah, also, ist halt Altbaustil, ne? Ja, da kann viel kaputt gehen. Ist halt so. Das ist schief. Das muss so sein.